Tata Mama geret Yiddish, and ich verstehe a bissel Yiddish because the Tata Mama didn't, they didn't want me to understand, so they spoke in Yiddish. So and so they and so I then I started to learn Yiddish, and then they didn't want to understand. They spoke in Polish. And dus versteh nicht. Dus versteh nicht. Ja. Oi, the mama gemacht. Und she hat gemacht a Salat von Kartoffel, Eier und Schmalz. Und das ist gewesen, und ich habe gegessen das mit einem Steckerle Matze, ein Sachschmalz. Das ist gewesen, und ein bisschen Zwiebeln, Das ist gewesen ein Salat. Also. Jetzt hat Perlmann erzählt, wie viel er da nur gehört, wenn sein Mames Kartoffelsalat gemacht von Schmalz. Ist mir wel unheimlich mit dem. Warum wir das erprobt haben. Ja. Is de eerste zaak wat we daarvoor hebben, is zibbelen, een grote zibbelen, wat we gaan prägelen, bis ze bruin zich zie een beetje. Dus laten we ze gaan met onze zibbelen. En met een schmaal. Heetst u een grote patelje? En dan neemt een schmalz, je wilt 3 lepel schmalz, en dus wordt zich te lossen in de patelje. Das können wir finden in jedem kuscheren Speiskram. Schütt rein die zerschnittene Zwiebeln, eine große Zwiebeln. Und mischt. Es wird alles vernetzt mit dem Schmalz. Prägelt die Zwiebeln an etwa 20 Minuten, 30 Minuten, bis sie grün in sich ziehen. Schält ab die abgekochte Kartoffel, als sie sind noch heiß. Nur genug abgekühlt, man soll sie können abschälen mit den Fingern. Als sie sind noch warm, schälen sie sich ab sehr gering. Und wie ihr seht, ist das Schalach zur Sardine, verliert man nicht so viel Kartoffel. Jetzt nehmt die Kartoffel auf einen flachen Eberflach. Und sie quetscht es mit der Guppel, weil die hat der Kartoffelquetscher, ist noch besser. Guppel ist sehr gut. Was fehlt? Ja. Schält auf 2 harte Eier. Ich habe abgekocht die Eier 10 Minuten, nachdem sie abgekühlt in kaltem Wasser. Sie sollen sich gering abschälen. Jetzt zerquetschte harte Eier mit der Guppel. Wenn ihr zerquetscht die Eier, gebt es rein in die Schüssel zusammen mit der Kartoffel. Und jetzt zerquetscht die Kartoffel zusammen mit der Eier. Wie ihr seht, bräunt sich ein schön gut zu sehen. Und das ist sehr wichtig, weil in der jüdischen Machulim spielen die ziegebräunten Zwiebeln eine wichtige Rolle in dem Geschmack und Tarm. Das heißt der jüdische Tarm. Sicher. Und jetzt die Geschmacke Zwiebeln heran in dem Salat mit dem Schmalz. Der Schmalz ist sehr wichtig, nicht nur zu lieb Tarm, nur zu machen einen guten, nassen Gefühl. Ja, kein Trab soll nicht fallen. Dann ist jetzt ein Zitriken. Und dann war da ein bisschen Salz. Und euch ein leck schwarzen Pfeffer. Wollt euer Geschmack? Ist das Salz? Man sieht, das ist schön, oder? Das Gel mit dem Bräun zusammen. Oh, das schmeckt so gut. Könnt ihr es essen mit Matze? Oder mit Egerkäse mit Stamme? Oder ganz jung mit Bräun? Ah,
der Mann sich, Matzes und Wein müssen sein, Schmalz und Eier nicht sehr. Was ist Schmalz und Eier? Das ist eine schöne... Aber kann der Peisach dich machen auf einem Mal oder auf ein ganzes Jahr? Ja. Nun, der Salat kennt man da lang, wie es steht und geht, oder mit Salatblätter, oder du haben wir Igerkäse und Pfeffer und Krepp. Und euer Tatz lieb etwas ein bisschen mehr pikant, ein bisschen Chrein auf der Seite. Und auch die erste mit Chrein, wirst du bei einem sehen, Krocke mit Lemberg. Das wirst du sehen.